Was soll das brauchen? Ach du Scheiße. Ein Jumpscare des Todes. Keine Heilung mehr. Da geht's hier durch. Da geht's durch. Okay, das würde ich jetzt nicht durchlesen. Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terraregia-Angriffen. Davon hat Raymond also drauf, gesprochen. Ich da, ja, genau. Wie dumm. Mit Ansage. Ey, mal gegen die Wand. Wie dumm dieses Rätsel einfach ist. Müssen wir extra noch zurückgehen. Zweimal kriegst du mich nicht. Ist. Warum baut jemand Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terraregia-Angriffen. Davon hat Raymond also gesprochen. Scheint so. Ich habe bisher nur Indizienbeweise. Nichts, um ihn festzunageln. Impfen wir uns erstmal selbst. Und Chris kriegt auch was. Mitarbeiter, die ein Leben. Daten Download. Ach, wir haben jetzt Problem. Warten tue ich doch gerne, wir sind hier. Können wir uns draußen. Download beendet. Ich hab's mir fast schon gedacht, ich wollte es aber nicht sagen. Das müssen wir hier Jill, bei dem Jill, großen Zustand kommen. Antworte verdammt! Das ist ein Notfall! Komm sofort her! Ach was. Also. Das jetzt hier noch lösen. Alter, leck mich. Als ob ich jetzt hier. Ach. Dieses Spiel. Jetzt müssen wir da noch lang schwimmen und. Nicht wahr, oder? Immer so lange dauert es zum Laden. Bitte warten. Keine Reaktion. Ist klar. Download beendet. Wir kennen doch den Weg. Chill,
Machen wir es noch einmal falsch. Hörst du mich? Antworte, verdammt! Das ist ein Notfall. Komm sofort her! Ganz ruhig. Dann... Ah! Shit. Ah! Verdammt! Drück den Schalter. Wir können den Schalter nicht drücken. Hä? Am Ausschalten können wir es dort auch nicht. Was zum Fick müssen wir hier tun? Okay, hier nochmal von vorne. Ich blick's gerade irgendwie nicht. Können wir drüber schwimmen? Das habe ich noch nicht probiert. Und für Möglichkeit, dass es zu einfach ist. Bitte warten. Keine Reaktion. Mit dem man groß genug, dass man darüber schwimmen kann an der Decke. Was ist denn auf den Weg gemacht? Jill, kommen! Hörst du mich? Antworte, verdammt! Das ist ein Notfall! Komm sofort her! Gab's nicht irgendwo ein Ding? So gedrückt haben. Okay, den Knopf haben wir gedrückt. Okay, scheinbar können wir das. Okay, wo muss jetzt lang? Einmal runter rum. Ich habe doch keine Ahnung, wo wir lang müssen. Und da drin gerade. Was für ein Scheiß. Jill, alles okay? Ja, vorerst. Und was Jill. Ist mit dem Fisch? Ich habe jetzt den Code. Gut. Fisch hätte uns erwischen müssen. Neutralisieren wir den Virus. Lass mich kurz. Schaden 5, das ist cool. Passwort verwendet. Autorisation bestätigt. Starte Virus-Neutralisierungsprogramm. Okay, haben wir das Passwort?
als BSA. Eure Aktivitäten waren erhellend. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schutz und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Das ist nicht passt. Wir sind gut gemacht. Ihr seid diese Passagiere auf der Zenobia. Und ich will das halt sterben. Scheiße. Nein, Kämmer. Oh Mann. Das ging eigentlich da rum. Ach du Scheiße. Wäre mal ziemlich geil, wenn mein Partner mir auch mal helfen würde. Sinnlos schießen würde. Was zum Fick, da sind jetzt drei davon. Und jetzt noch einer von denen. Sollen das was werden? Du willst mich doch verarschen, Spiel. Ein von denen, ja, aber. Keine Munition. Wer hat mich jetzt getroffen? Hier noch einer von den Bastarden. Wir haben den mit einem Muss geschüttet. Das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des Räubers Landspiels sind vorbei. Ich hoffe, ihr begreift den Ernst.
Ernst der Situation und warum ich persönlich erscheine. Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Er erscheint nicht persönlich. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation, ihr macht nichts als Ärger. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse? Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal, euer Schicksal liegt in meinen Händen. Was zum... Die Queen Zenobia. Episode 9 Ende. Zwei Tode. Da wegen dem Blutritzel. Resident Evil Revelations. Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Wir müssen die Sache beschleunigen. Verdammt, das war eine Falle. Wieso das? Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellend. Morgan Lansdale. Hey, Quint! Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Hab's klar. Euer Schicksal liegt in meinen Händen. Episode 10, verworrene Netz. Versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ja, sicher. Legen wir jetzt endlich los? Klar. Wir sind ja schon oft durch die Hölle gegangen. Ist ja nichts Neues für uns. Ja, wie in alten Zeiten. Die gute alte FEC. Ist du von die beiden spielen? Brücke, Schanzkleider aktivieren und beten, dass wir nicht sinken. Mit dem Strom sollten wir auch Zugriff auf das Wartungssystem haben. Gut, dann sollten wir uns aufteilen. Ich muss erst noch was prüfen. Aufteilen, okay. Ist perfekt. Gut. Wir treffen uns auf der Brücke. Genau, das wird man machen. Hier bin ich aber falsch. Ich bin nicht so anders lang. Das ist keine Besichtigung. Ich muss zur Brücke. Okay, das ist. Vielleicht zur Brücke ist nach oben vielleicht gar keine so schlechte Idee. Okay.
Ein Chat hört gerade auf. Ich darf mal raten, koreanisch geschrieben, chinesisch. Ihr müsst schon auf Deutsch oder wenigstens auf Englisch mit mir schreiben, damit ich euch verstehe. In Chinesisch ist das nicht. Das sieht mir eher in japanischen Schriftzeichen, dann zeichnen sie das auch nicht. Das ist nicht falsch. Das könnte. Es wäre koreanisch. Bin ich doch richtig gegangen durch den Raum unten. Funktioniert nicht, wie überraschend. Okay, das Spiel erkennt sich selbst. Spiel. Das Spiel weiß von seinem eigenen. Features. Nicht funktionierende Aufzüge. Das ist keine Besichtigung. Okay, ich muss zur Brücke. Ich bin instinktiv richtig gegangen. Ich dachte mir, dass ich auf die Promenade nicht nochmal will. Aber muss ich wohl. Ich hoffe nur, Mädchen kommt nicht wieder. Hier, O'Brien. Hat Raymond dir alles gesagt? Ja, das hat er, Boss. Dann weißt du ja, was du tun musst. O'Brien, Ende. Shit. Ja, Boss. Ich weiß. Ach, geht sterben. Wie die aushalten. Das war so klar. Eine neue Art. Ich habe aber immer im ungünstigsten Moment. Ja, leck mich. Ja, die Kombination ist jetzt gerade. Weg hier. So durch die Promenade mussten. Ach du Scheiße. Das ist auch noch für den, der schreibt das Spiel. Übertreib ruhig.
einfach hier hoch. Ich stehe erst nicht mehr lange durch. Auf zur Brücke. Parker, wo bist du? Bin fast bei der Brücke. Ich bin schon hier. Ich schließe jetzt die Schanzkleider. Es gibt irgendwo einen Checkpoint. Du bist schnell. Du bist langsam. Und du schuldest mir ein Essen. Ich hab dir auch nie den Drink spendiert. Das ist ein Jahr her. Kein Problem. Du kannst mir alles an einem Abend spendieren. Okay. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich komme gleich. Ja, wie dauert das denn? Ich hab Angst, dass der irgendwo zu schnell ist. Bewegung. Parker? Ein Spion hat die BSA infiltriert. Morgenspion. Das könntest du sein. Das hat Raymond mir gesagt. Was redest du denn da? Wir haben keine Zeit für... Parker, nehmen Sie diese Frau fest. Raymond? Wie? Aber du warst doch... Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Was? Ach, Jungs, beruhigt euch doch erstmal. Es ist nicht witzig. Na los, sagt schon was. Parker, ich bin's. Ich kann dir nicht vertrauen. Noch nicht. Waffe runter, Raymond. Ja, Sie haben keine Ahnung. Sie sind viel zu leichtgläubig, Parker. Der wollte ja auch nichts machen. Achso, ich dachte, Raymond. Der wird auch nichts machen geschossen. Der Parker auch schon. Ich wusste von O'Briens Schoßzündchen. Ich sag morgen, dass du's warst. Jessica! Vergiss das mit dem Essen. Jetzt sind wir quitt. Tut mir leid, Parker. Geh hinterher! Aber sie... Rennt los! Geschafft. Nun weiter mit Kapitel 11. Wenn es dann dem Tempo weitergeht, schaffen das heute doch noch. Versinkt. Ah, die stolze Queen Semiramis. Sieht sie den Tod der Demütigung tatsächlich vor? So, genau wie die Queen Zenobia. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. An alle sofort evakuieren. Der Vorgang kann nicht abgebrochen werden. Wiederholen. Schachmatt. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Völlig klar. Endlich kennen wir unser Ziel. Deine Zeit läuft ab morgen. Das sind vielleicht nicht die originellsten letzten Worte, aber ich wünsche Ihnen viel Glück, mein Herr.